Von Dunkelheit erzählt unsere nächste Reportage, und zwar im doppelten Sinne. Das unermessliche Leid, das die Nationalsozialisten verursacht haben, es zeigte sich auf etliche Arten. Und auch wenn wir durch Zeitzeugen und Historiker vieles über diese dunkelste Zeit wissen, vieles wird auch für immer im Verborgenen bleiben, vor allem wenn es buchstäblich tief im Verborgenen stattfand. Um davon doch noch etwas ans Licht zu bringen und zu belegen, gehen Archäologen und Historiker unter Tage rund um Porta Westfalica. Michael Heussen hat sie begleitet, mittendrin bei ihrer Arbeit, die das Schicksal von Zwangsarbeitern und die damaligen Verbrechen an ihnen sichtbar macht. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal über der Porta Westfalica, dem Tor Westfalens am Weserdurchbruch. Für tausende Zwangsarbeiter in der Nazizeit das Tor zur Hölle. Thomas Lange von der KZ-Gedenkstätte führt uns hinein in den Berg. Für viele sei es das letzte Mal gewesen, dass sie Tageslicht sahen, bevor sie zu Tode geschunden wurden. Die Nazis wollten hier eine Raffinerie für Schmieröl bauen, kriegswichtig, geschützt vor alliierten Luftangriffen. Dafür mussten tausende Tonnen Gestein aus dem Berg gesprengt und abgeräumt werden, ohne Rücksicht auf Menschenleben. Die haben wir hier ebenfalls als Bodenfund gefunden vor ein paar Jahren. Und einer unserer wichtigsten Zeitzeugen beschreibt in seinem Erinnerungsbericht, dass diese Bohrstangen von den Häftlingen mit schieren Händen gehalten werden mussten, solange bis sie ins Gestein eingedrungen waren. Das war eine sehr, sehr brutale Arbeit, wenn man sich halt die Hände hier sofort dran aufgeschunden hat. Die SS hatte ein scheinbar endloses Reservoir an Menschenleben zur Verfügung, die sie hier einsetzen konnten. Und davon ist auch rege Gebrauch gemacht worden. Hinweise auf die Menschen, die hier gefangen waren, finden die Forscher selten. Eine Ausnahme, diese in feuchten Mörtel geritzten Bilder, Frühlingsmotive und die Umrisse Italiens. Sie stammen von einem italienischen Häftling kurz vor Ende des Krieges. KZ-Häftlinge, verschleppte Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene. Wer von den Nazis wo eingesetzt wurde, das gibt bis heute Forschern wie Thomas Lange Rätsel auf. Was er erst vor wenigen Monaten herausfand, auch sowjetische Soldaten wurden hierher verschleppt. Sie kamen aus dem Lager Stukenbrock. Dort, wo heute eine Polizeischule ist, stand damals das größte Kriegsgefangenenlager des Deutschen Reichs. Sie waren eingesperrt hinter Stacheldraht, oft unter freiem Himmel, schutzlos der Witterungen ausgesetzt. Archäologiestudentinnen helfen bei den Ausgrabungen. Ihr wichtigstes Fundstück heute, ein Glasfläschchen, wahrscheinlich aus der Lagerapotheke. Wenn Sie so ein Fläschchen finden, haben Sie dann direkt so eine Geschichte dazu im Kopf? Also auf jeden Fall überlegt man sich, wie und wofür es benutzt wurde. Man kann sich vorstellen, sowas steht heute noch ganz ähnlich in Apotheken. Also es ist schon anders als so ein mittelalterlicher Teller oder ein mittelalterlicher Topf. Ausgrabungen aus der jüngeren Vergangenheit. Ludwig Teichmann hat in seiner Freizeit hier damit begonnen. Er war Polizeikommissar und kennt das Gelände seit seiner Ausbildung. Schon damals, Anfang der 70er Jahre, war ihm an dieser Baracke das markante Relief mit der Laus aufgefallen. Alle Gefangenen, die hier angekommen sind, mussten diese Entlausungsstation durchlaufen. Es war eine Notwendigkeit, so haben es die damaligen Lagerbetreiber gesehen. Aber die Durchführenden, die haben sich dann auch an den Schmerzen der Gefangenen ein bisschen ergötzt. Es gibt nur wenige historische Aufnahmen aus dem Lager. Sie lassen die Schrecken erahnen. Und auch dieses Fundstück, ein selbstgebastelter Kamm. Ich kann mir vorstellen, das war eine gewisse Notwendigkeit, um sich vielleicht von irgendwelchen Insekten, Zecken, Läusen oder sonst was zu befreien. Erst ganz wenige Parzellen des riesigen Areals wurden freigelegt. Einiges ist inzwischen überbaut. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges wird auch immer wieder die Frage gestellt, warum Steuergelder ausgeben, um ausgerechnet das Schicksal sowjetischer Soldaten zu erforschen? Das, was hier passiert ist, es ist Unrecht gewesen und es wird deswegen nicht besser, weil an anderen Orten der Erde Unrecht geschieht. Und es ist so wichtig, jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass man weiß, es kann überall passieren, was das für die Menschen bedeutet, hat und wozu Menschen fähig sind. Die Gefangenen, die hier eingesperrt waren, kamen aus der gesamten Sowjetunion, etwa aus Russland, aus dem Baltikum, aber auch aus der Ukraine. Kurz vor Kriegsende wurden die Überlebenden von den Amerikanern befreit.